Na Leute, wollt ihr euch ein bisschen gruseln? Vielleicht hier jetzt, ne? Ist bestimmt gut. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was hierbei rumkommt. Wenn ich jetzt erstmal hier... Nee, das ist schön, ne? Wenn ich jetzt hier so eine Brücke hinmache, ne? Die Brücke ist wichtig, denn wer über die Brücke läuft... Achtung, jetzt kommt's. Jetzt kommt's, Achtung, Achtung, nee, ich trau mich doch nicht. So, wir wollten ja eigentlich hier dieses, wie hieß es? Siegfried? Nee. Hier, ich hab keine Ahnung. Da, Fipsil, nee. Pretty Fly for a Rasi, nein. Hier, das, Rasi wie Brothers. Mach das an! Das sieht ja aus wie eine Krankheit, da auf dem Thumbnail, das mein ich nicht. Es gibt viele Leute, die gucken auf das Thumbnail und sagen dann, nein, das kann man nicht machen, das geht nicht. Und das gehört hier dazu. Hier machen wir mal ein bisschen Heiligtum. Okay, Attacke. Hier der Lifehack. Einfach den Schale mitnehmen. So, wir warten, bis sie... Also auf, gleich verdünnisiert er sich. Achtung, Achtung, gleich fängt er an zu kämpfen hier. Ja, jetzt, Achtung. Ah! Im letzten Moment muss er dann schmeißen. Und dann wird da unten erstmal Plus gemacht. Das ist wichtig. Und das Schöne daran ist, er macht auch Plus, wenn man gerade nicht im Bildschirm sitzt. Okay, jetzt ist hier wieder so eine besoffene Maulwurfshöhle, die irgendwie immer da ist, wenn ich da was mache. Okay, wie man ihn kaputt kriegen soll, weiß ich allerdings noch nicht. Vor allem, wenn sein dicker Kollege da noch bei ist. Also irgendwie kann das noch nicht funktionieren, so. Obwohl, dann machen wir es so. Nee, das ist Schwachsinn hier. Da muss der Dicke leider jetzt weg. So. Aber theoretisch hast du ja hier eine Blume, ne? Also, wenn ich das irgendwann mal rauskriegen sollte, wie das geht. Ihr schreibt mir das bestimmt alle, ne? Ach ja, hier kannst du rein und wenn er dann hier lenkt... Ich muss es noch schöner machen. Kann man hier nicht auch noch mal ein bisschen Schmuck... Warte. Ah! Ganz falsch. So, das hier rüber. Boah, Digga! Das sieht ja gut aus. Das sieht ja echt gut aus. So ein bisschen zumindest. Okay. Habt ihr gerade gesehen? Da war gar nichts, was ich geschüttelt habe. Nee, den will ich nicht. Den da, so. Da rein. Kennt ihr diese Überfliegerwerbung mit den Katzen? Die ist gut. Die müssen wir uns auch immer wieder geben. Also diese Werbung, die ist schon klasse. Es gibt auch eine Werbung, die ist sehr schön. Trivago. Habe ich schon mal erzählt? Die ist ein Highlight. Also die müsst ihr euch mal geben. Die fängt an mit... Hast du auch einen schönen Tattoo? Das ist sehr gut, selber. Schiff-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 Schiff
Damit es dir wieder passt. Hier so. Und hier so. Okay, so. Und dann hier rüber. Tada. Dafür muss aber auch die entsprechende Location geschaffen werden. Das ist aber so ein bisschen dämlich. Wenn das so schräg ist. Das müsste ja, wenn, dann schräg in die andere Richtung. Das macht auch keinen Sinn. Ich will das schräg haben, aber wie kann man doch bescheißen ohne Ende? Obwohl, nee, warte. Kann man nicht. Wenn ich das so weit nach oben mache, dann ist hier nichts mit bescheißen. Ja, da kann man nicht von hier einfach so rüber. Nee, das geht nicht. Oder wir machen das einfach so. Das geht auch. Das sieht aber ein bisschen doof aus, ne? Dann schrägen wir das halt ein bisschen ab hier. So, nee, dann müssen wir ja auch noch durchkommen. Ja, das ist doch schön. Und jetzt müssen wir hier eigentlich noch ein bisschen lustvolle Gefühle entwickeln. Aber das machen wir am besten nicht. Sonst, weiß ich nicht. Das ist gefährlich. Mit dem ganzen Spaß gehen wir uns dann natürlich auch wieder runter. Ne, das ist einer zu wenig. Das müssen vier an der Zahl sein. Vier. Okay, da eins und da eins. Und dann von mir aus auch noch da eins. Sodass man hier wieder weiter muss. Ah ja, genau. Oder warum? Warum? Wie ist denn das dann mit dem Break-Even-Point? Wann fängt er an zu fallen und wie lange ist er noch auf der Plattform? Das geht doch. Das geht doch. Okay, ja, dann haben wir es doch hier. Jetzt hier noch ein bisschen lustiges Gesumse und dann sind wir fertig. Dann ist der Level formschön und perfekt fast schon. Razivi Brothers. Aber das ist na, auch zum Warmwerden hier erst, ne? Ihr habt euch beschwert, teilweise, dass Razivi Brothers 1-1 zu schwer sei. Für ein 1-1 Level. Also ich weiß nicht, ob ihr das wart, aber es gab deutsche Leute, die sich da beschwert haben. Und dann gehe ich eigentlich mal davon aus, dass ihr damit zu tun habt. Weil so viele Leute gibt es ja eigentlich nicht auf der Welt. Okay, dann machen wir hier nochmal eine Wurstfabrik. Da kommen die Kuppel raus. Damit die einem entgegenlaufen, muss ich das hier abschrägen. So, guck mal hier, da sind sie am Rhein. Moin! Ich finde übrigens, dass man einstellen können sollte, in welcher Geschwindigkeit die Viecher da rauskommen. Das heißt, wenn man sagen könnte, pass auf, nicht so schnell, erst nur alle paar Sekunden oder sofort, brrr, wie so eine Kanone, das ist auch geil, ne? Aber ich denke mal, dass Nintendo das nicht tun wird. Tja. Ach, ist ja auch egal. Okay, natürlich müssen wir nach oben und nicht nach unten. Ich finde, wie gesagt, den Underground-Leveln hier bei Mario Bros. 3 geht eine ganze Menge verloren dadurch, dass du hier keine Möglichkeit hast, schräge Flächen zu platzieren. Das heißt, diese komischen Rutschpartien, die es bei Super Mario Bros. Immer gab, die sind da auch alle wieder nicht vorgesehen. Das hier mal, hängen wir mal die Decke ab, da wirkt das Restaurant ein bisschen größer. Nee, kleiner. Also nicht so. Ihr wisst schon, gemütlicher. Gemütlich, das ist das Wort. Gemütlicher. Dann lassen wir hier nochmal ein paar Wupp-Wupps laufen. Warum auch immer, keine Ahnung. Hier auch noch eine. Damit das zumindest ein bisschen belebt aussieht hier, meine Güte. Ich meine, das sind ja auch nette Leute an sich, ne? Und da oben so ein Kollege. Nee, das ist ein bisschen zu eng. Aber hier kann er rumeiern. Oder warum nicht hier? Da kann man da drauf springen und dann geht das da weiter. Ja, genau. Ist doch immer. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt noch hier ein werfender Maulwurf. So zum Ende, da wird's noch. Da wird's einfach noch tricky. Nur für einen Spaß, eine Freude. Ja, das ist doch gut. Das ist doch schön, Leute. Ehrlich jetzt. Kann man das noch besser machen? Sicher. Aber ich weiß gerade nicht wie. Ich könnte auch theoretisch hier so einen Line reinmachen. Ne? Oder ganz viele davon. So dass man da eigentlich gar keine Zeit mehr hat. Na, ja, könnte ich machen. Mach ich aber nicht. Wie wäre es denn, wenn wir hier noch in der Mitte so ein. Oh Gott, jetzt wisst ihr schon, was passiert. Jetzt versaut das. Sowas hier, das ist doch cool. Leute, das ist doch cool. Und da muss man hier genau. So, der rallt ungefähr so weit. Dafür müsste ich den Level nochmal von vorne rein, ganz von vorne spielen. Damit wir hier mal gucken können, was hier so Anbach ist.
Oh. Ich finde übrigens dieses Dual-Screen-System von Nintendo super geil. Vor allem, weil ich nicht weiß, wo ich gucken muss. Deswegen weiß ich auch, warum ich niemals ein Handy am Steuer benutzen würde. Das ist total schwierig. Und hier mache ich ja das Gleiche. Leute, benutzt einfach kein Handy am Steuer. Auch nicht für irgendwelche Textnachrichten oder so ein Schwachsinn. Das gibt alles nur Tote. Moin. Gut. Dann müssen wir uns nochmal Gedanken machen über die Platzierung von Power-Ups. War da oben nicht irgendwas? Kann man da nicht irgendwie hin? Jetzt verarsche ich schon mich selber, ne? Ah! Warte mal. Gehen wir jetzt mal für die Pastorentöchter unter uns, ne? Wie ist denn das, wenn ich hier rüber und dann darauf? Das geht. Siehste, da ist dann noch ein Feature hier. Dann kriegst du hier eine Feder. Oh ja, mein Gott. Ist das geil, Leute. Ist das geil. Und wenn du ein richtiger Hengst bist, kannst du auch mit der Feder. Nee, kannst du nicht. Ja, okay, dafür müsstest du auch einen sehr starken Daumen haben, damit das funktioniert. Aber es geht. Aber du kommst hier nicht hoch. Mach da. Wir brauchen auch noch einen Midway Point hier, oder was? Ein Midway Point, Arschlecken Midway Point. Hierfür braucht man keinen Midway Point. Das ist doch viel zu einfach sonst. Viel zu einfach. Er ist schon ein Hengst, aber... Gib mir deine Liebe. Die Passage ist mit so einem Waschbärenspaß übrigens noch ein bisschen einfacher. Damit macht man sich nicht so viel Stress. Aber auch ohne Waschbär ist sie natürlich locker schaffbar. Außer das hier. Das ist tatsächlich selbst mit und ohne Waschbär nicht machbar. Es sei denn, du springst unten auf diesen Kumpel. Deswegen wollen wir hier nochmal etwas reinmachen, das sich Balken nennt. Und dann kann man hier weiter. So, zack. Ich würde nochmal hier starten, damit der Bildschirm genauso scrollt, wie ich das hinterher haben möchte. Auf solche Dinge muss man hier natürlich auch Acht nehmen. Denn der Bildschirm scrollt ja etwas schneller weiter. Jetzt mal so, okay, hier warten wir nochmal auf den Kollegen. Dann kommt man hier schon mal in Zeitdruck. Das ist gut. Und Zeitdruck ist eine Sache, die in diesem Level vorherrscht. Okay, dann kann man hier rauf. Und da ich kein böser Typ bin, habe ich hier auch keine Falle eingebaut. Okay. So, dann kommt man einfach hier so durch. Bäm. Und da kriegt man dann auf die Fresse. Ich überlege noch, und das ist eigentlich eine Überlegung, die sehr gut ist, ob ich hier sowas hinmache, anstatt einem Koopa. Dann macht das Ganze dann noch ein bisschen einfacher. Leute, ich bin nett. Das ist Level 1-1. Das ist nicht schwierig. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Das ist natürlich jetzt hier erstmal ein bisschen schwierig. Den mache ich mal weiter nach da. Das ist so eine Strecke, die man laufen kann. Komm, Leute. Also da. Ja, da machen wir mal hier einen schönen Kasten hin. Ja, damit das auch ein bisschen nach was aussieht. Okay, das ist schön hier. Das habe ich jetzt offiziell als schön erklärt. Und ich hoffe, dass ihr das alle auch so seht. Dann kommst du da rausgespült. Das ist doch schön. Und kommst hier so... Und dann geht's dir erstmal weiter. Ja, warum nicht? Jetzt haben wir es doch eigentlich. Jetzt brauchen wir hier noch ein paar Gegner. Am besten nicht so fiese, sondern einfach nur so einen großen Goomba. Keine Ahnung. Auf dem ein Maulwurf läuft. Und dann noch ein Bowser da drauf. Und hier sowas, damit er auch einen Helm hat. Damit bin ich mal da. Das ist auch nicht schlecht. Kann man das eigentlich... Warte, das ist interessant hier. Das ist eine interessante Konstruktion, gebe ich zu. Wird er da nichts gequetscht da in der Mitte? Kann man sich das irgendwie zunutze machen? Was? Das ist doch wohl... Oh. Ich habe eine Idee, Leute. Oh, nee, warte, warte. Hat das schon mal jemand so gemacht? Also, guck mal, stell mal vor. Du müsstest jetzt timen. Ich konstruiere jetzt mal so. Also, gegeben ist der Fall. Hier hast du eine Wand. Dann müssen wir den Spaß ein bisschen größer machen. Oh, Leute. Oh, Lord. Das wird gut. Das machen wir groß. Den brauche ich zweimal. Und in der Mitte natürlich den Bowser. Der kann auch nicht klein sein. Der muss auch groß. So. Das heißt, wenn du hier... Achtung. Jetzt kommt's. Eine Pflanze hast.
Kannst du dann hier so... Und dann kannst du den... Warte. So jagen, dass der mit dem richtigen Timing dann die Dinger hier kaputt schießt. Genau so. Und dann kommst du da durch. Macht er natürlich nicht. Ist natürlich wieder im Streik. Was mit den Teilen? Macht er die kaputt? Bowser, du bist eine Wurst. Weißt du das? Komm mal her. Mach mal kaputt jetzt. Dann mach die nicht. Ich glaube, das macht er nur hier. Oh, dann sieht das Level aber gleich 100-mal hässlicher aus. Geht das mit einem Feuerball kaputt? Ja. Das ist doch eigentlich ganz cool. Aber das ist wieder diese scheiß Optik, die will ich nicht. So. Nee, vergesst, was ich gesagt habe. Das wollte ich sowieso nicht hier einbauen, sondern vielleicht irgendwann mal später. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, jetzt sind wir fast fertig. Beim nächsten Mal machen wir hier noch ein paar Strähnchen ein und dann sehen wir uns. Macht's gut.